Servus Leute, Razy am Start. In diesem Video zeige ich euch einen vollen Guide für das Easter Egg der neuen Zombies Map Firebase C. Mit diesem Guide könnt ihr ohne Probleme das Easter Egg dann lösen. Ein kleiner Hinweis am Rande, im späteren Teil des Easter Eggs braucht ihr auf jeden Fall die Wunderwaffe, dazu aber dann später mehr. Der erste Schritt ist ganz simpel, ihr schaltet den Strom ein. Dann müsst ihr mit dem Typen, der neben der Packer-Punch-Maschine steht, reden und wieder zurück zur Basis teleportieren. Dann müsst ihr zurück in den Missionskontrollraum laufen und dort mit einem Pack reden. Kleine Info am Rande, mit dem werden wir ziemlich oft reden. So, habt ihr den Dialog dann abgeschlossen mit dem Typen, müsst ihr zurück zur Packer-Punch-Maschine und dort nochmal mit dem Typen reden. Der wird euch dann eine Karte geben, die nehmt ihr dann in die Hand und dreht euch um und lauft Richtung Quick Revive. Dort seht ihr einen Spind, den müsst ihr dann nur öffnen. Wir brauchen insgesamt 3 Kanister. Und dies ist der erste Kanister. Dann müsst ihr euch wieder zurück teleportieren in die Basis. Dort müsst ihr in den Montageraum, der ist unter dem Dom oder so links neben dem Dom. Hier seht ihr den zweiten Spind, den ebenfalls aufmachen und den zweiten Kanister holen. Der dritte und letzte Kanister ist über Juggernaut im Büro des Oberst. Da einfach hingehen, den Spind öffnen und den Kanister nehmen. Nun müsst ihr zur Kaserne oder zu dem Feldlazarett laufen und die Kanister dort kombinieren. Ihr müsst dann etwa 20 Sekunden warten und ein paar Hunde killen, das sollte aber nicht allzu schwer sein. Danach könnt ihr das Teil aufnehmen und auch das Ding daneben aufheben, mit dem ihr dann ein sogenanntes Wahrheitsserum versprühen könnt. Als nächsten Schritt müsst ihr zum Dom laufen und dort das Ding platzieren, damit dieses Gas auch in die Lüftungsschächte reinkommt. Danach dreht euch einfach um und lauft Richtung Pack wieder und sprecht ganz normal mit ihm. Es kann sein, dass ihr ein paar Mal mit ihm reden müsst, deshalb einfach immer 4 drücken, wenn er aufgehört hat zu reden, damit ihr auch das sicher beim nächsten Schritt seid. Dann sollte er euch eigentlich einen Hinweis geben, dass ihr ins Datenzentrum weitergehen müsst und das werdet ihr natürlich auch tun. Das ist nämlich der nächste Schritt. Ihr müsst dann diese Gedächtnisstation aufsperren und dann habt ihr so Fallen. Und mit diesen Fallen müssen wir Imitatoren fangen. Das Problem ist aber, wir dürfen nicht irgendwelche fangen, sondern wir brauchen bestimmte. Und zwar seht ihr jetzt im Hintergrund einige Clips, wo ihr die richtigen Imitatoren seht. Und zwar sind die richtigen die, wo, wenn ihr am Boden so Teile seht von Equipment oder irgendwelchen Killstreaks, die ihr nicht aufheben könnt und dort spawnt dann ein Imitator daraus, das ist ein richtiger. Den braucht ihr, den müsst ihr dann so viel schwächen, dass er ganz, ganz wenig Leben hat. Ihr solltet da schauen, dass ihr minimal 90% des Lebens abzieht, das heißt 10% sollte er maximal noch haben. Dann hat er zu viel, bricht er aus der Falle aus und ihr müsst euch dann einfach eine neue Falle holen. Wenn ihr den Imitator so weit runtergebracht habt, platziert einfach die Falle wie ein C4, nur halt mit L1 und per Doppeldrücken auf Viereck oder F könnt ihr diese Falle dann zünden und dem Imitator wird eingesaugt. Ihr könnt das Ding dann aufnehmen und zurück zum Datencenter laufen und das dort dann wieder reinschieben. Passt auf, dass ihr nicht eine andere Falle nehmt, sondern ihr müsst es wirklich reinschieben. Danach erfolgt ein kurzer Dialog und wir brauchen da 3 bestimmte Leute. Und zwar brauchen wir Sokolov, Brahms und Zabin. Ein kleiner Tipp am Rande, ich würde euch empfehlen, Untertitel anzumachen, weil dann geht es ein bisschen leichter. Sollte der Name nicht vorkommen, wird euch das euer Charakter auch sagen. Das heißt, er sagt dann auch sowas irgendwie wie nicht gültig oder sowas und ihr wisst, okay, ihr habt nicht den richtigen. Wo ihr diese Imitatoren finden könnt, ist relativ unterschiedlich. Und zwar kann das einerseits sein im Planungsbüro oder der Bereich, der vor der Wunderwaffe ist, also wo man die Wunderwaffe bauen kann. Da ist auch einer bei mir gespawnt. Aber ein ziemlich, ziemlich sicherer Punkt ist über dem Packer-Punch dort in diesem kleinen Raum da. Und wie gesagt, wenn diese Imitatoren spawnen, einfach runterbringen auf ganz, ganz wenig Leben und dann mit dieser Falle einsammeln, zum Datencenter laufen und das Ding wieder reinschieben. Es ist aber nicht schlimm, falls ihr mal einen falschen erwischt, der euch dann hinweist, dass es nicht der richtige ist, ist kein Problem, ihr könnt dann einfach den nächsten wieder nehmen. Sollte es Runden geben, wo ihr diese Teile, diese Equipments und so nicht am Boden sehen könnt, müsst ihr einfach in die nächste Runde gehen. Das passiert zum Beispiel auch, wenn ein Imitator daraus spawnt, ihr den aber killt, müsst ihr auch wieder die ganze Runde zu Ende machen und in der nächsten Runde dann neu anfangen.
Habt ihr diesen Schritt geschafft, kommt so eine Diskette aus dieser Station raus und diese könnt ihr dann in die Hand nehmen. Kurze Info, es kann sein, dass das ein bisschen dauert und ein kurzer Dialog ist. Danach müsst ihr zum Planungsbüro, das ist neben dem Dom, und dort müsst ihr die Diskette einfach einführen. Hier haben wir wieder einen kleinen Dialog und dann könnt ihr zum Dom schauen und schauen, was hier so passiert. Danach dreht ihr euch einfach um und lauft wieder zu Peck. Dort müsst ihr wahrscheinlich wieder ein paar Mal reden. Ihr seht hier im Clip, wenn die Zombies weglaufen, dann habt ihr den richtigen Dialog. Also es kann sein, dass ihr hier ein paar Mal Viereck drücken müsst. Aber ja, dann wartet einfach. Dann müsst ihr hier wieder warten, bis der Dialog fertig ist. Dann könnt ihr den Spind links von euch öffnen und dort das Ethermeter aufnehmen. Danach dreht ihr euch um und geht zur verbrannten Verteidigung und zwar in den linken Bunker rein. Dort seht ihr eine Schaufel. Diese Schaufel nehmt ihr einfach auf. So, nun müssen wir Kristalle ausgraben. Der erste Kristall ist beim Freigelände. Hier könnt ihr den ersten Kristall ausgraben und dieser spawnt dann ganz, ganz viele andere Kristalle. Und ihr seht, wenn die so einen dunklen Nebel haben, ist es der falsche Kristall. Ihr müsst nämlich den einen richtigen finden, der einen weißen Nebel hat. Was ganz, ganz komisch war bei mir, dass ich schon öfter gesehen habe, dass hier der Spot ist, wo der richtige war. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so ist, aber wie gesagt, bei mir war es jetzt zweimal so. Also würde ich euch empfehlen, zuerst mal auf diesen Punkt zu schauen. Wenn ihr den richtigen erwischt, könnt ihr das Teil ganz normal aufheben. Wenn ihr nicht das richtige erwischt, spawnen ein paar Imitatoren, so um die 5 glaube ich sind es. Die müsst ihr dann einfach killen, die Runde zu Ende machen und nochmal probieren. So, der zweite Ausgrabungspunkt ist in der Dschungelverteidigung. Dort müsst ihr hier einfach das Ding ausgraben und dann einfach nur überleben. Ganz simpel, einfach die Zombies, Hunde, alles mögliche killen und sobald ihr dann fertig seid, könnt ihr das Teil wieder aufheben und ihr habt den zweiten Kristall fertig. Nun kommen wir zum dritten und letzten Kristall und dafür braucht ihr die Wunderwaffe. By the way, es ist egal, ob ihr die Wunderwaffe gratis kriegt bei einer Herausforderung oder von der Kiste oder selbst bauen, ihr müsst sie einfach nur irgendwie haben. Falls ihr die Wunderwaffe selber bauen wollt, habe ich ein extraes Video dazu gemacht. Das ist natürlich in der Beschreibung verlinkt und hier oben rechts jetzt im Eck. Wenn ihr da mehr Details braucht, einfach auf den Link klicken. Wenn ihr die Wunderwaffe habt, geht dann bei der Kaserne vorbei unter dem Datenzentrum und hier wieder müsst ihr einen Kristall ausgraben. Dieser Kristall teleportiert sich weg. Nun müsst ihr mit der Spezialfunktion von der Wunderwaffe diesen Kristall abschießen und während dieser Kreis ist, müsst ihr hinlaufen und den Kristall aufheben. So, das war jetzt der letzte Kristall. Nun müssen wir alle Reaktoren abgehen und die Kristalle ganz einfach einsetzen. Habt ihr das gemacht, gibt es wieder einen kleinen Dialog und ihr könnt in der Zwischenzeit zum Dom laufen. Dort seht ihr dann, was alles so abgeht. Als nächsten Schritt müssen wir wieder zum Planungsbüro. Es kann sein, dass ihr hier ein bisschen warten müsst, bis das aktiviert ist, bis der Dialog fertig ist und so. Und dort müssen wir ein kleines Minigame spielen. Geht hier zum Computer einfach hin und ihr müsst den Satelliten mit dem Fragezeichen finden. Das heißt, es kann sein, dass ihr hier ein bisschen herumsuchen müsst. Sobald ihr das Fragezeichen aber gefunden habt, einfach X drücken und es kommt wieder ein kleiner Dialog. Ihr solltet eigentlich relativ schnell sehen, ob der Satellit der richtige war. Denn dann kommt ein richtig langer Dialog und da müsst ihr dann ein bisschen warten. Ihr seht hier eh, dieser Satellit wird dann irgendwie so abgeschossen. Und ja, wenn ihr diese Situation habt, dann seid ihr auf jeden Fall richtig. So Leute, wir nähern uns schon dem Ende und zwar könnt ihr jetzt zum Dom gehen und ihr habt hier einen Knopf. Kurze Warnung, wenn ihr diesen Knopf drückt, kommt ihr direkt zum Bossfight. Das Gute ist, im Bossfight-Bereich kann man so ziemlich alles kaufen. Wie ihr jetzt seht, sind wir im Bossfight und wir müssen Order töten. Und der erste und ganz, ganz wichtige Punkt ist, ihr dürft nicht zu weit an den Boss rangehen, weil sonst schlagt ihr euch mit der Hand und ihr seid instant tot. Ein zweiter ganz, ganz riesiger Tipp, es gibt kein Zeitlimit, also macht euch keinen Stress. Schaut immer, dass ihr die Zombies killt und die ganzen Mini-Bosse und fokussiert erst den Boss, wenn ihr selber Zeit habt. Weil ihr könnt für den Bossfight 20 Minuten brauchen, eine halbe Stunde, es ist wurscht, weil es gibt kein Zeitlimit. Deshalb nehmt euch die Zeit und macht es mit Ruhe. Die Wunderwaffe ist hier sehr, sehr gut, also ich würde die echt empfehlen. Und falls ihr irgendwas braucht, wie Perks oder Punchen oder irgendwelches Equipment oder Killstreaks oder so oder Rüstung, könnt ihr das alles hier im Umkreis kaufen und das ist eigentlich das Praktische. Vergesst nicht euren Feuerring einzusetzen, der ist auch ziemlich, ziemlich stark. Ihr seht hier, ich laser den Boss eigentlich komplett durch und ich fand den Fight eigentlich gar nicht so schlimm.
Und sobald ihr den Boss besiegt, habt ihr es natürlich endlich geschafft. Ihr habt das Easter Egg geschafft und ihr bekommt natürlich eine Visitenkarte dafür. Und wir sind hiermit auch schon am Ende des Guides angekommen. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, seid ihr echt, echt geil. Da verdient ihr meinen Respekt. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Für weitere Coldwar-Zombie-Videos schaut doch auf meinen Kanal vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Viel Spaß mit der neuen Zombie-Map, viel Spaß mit den Easter Eggs. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Peace.